So, hi, Christian hier wieder. Ja, heute habe ich einen Schnapper gemacht, denke ich mal. Ich habe heute nochmal so ein Mountainbike geholt mit einem Bafang-Umbausatz und das will ich euch jetzt mal zeigen. So, wie heißt das? Bionicon? Bionicon. Golden Willow. Das ganze Bike ist in XL, also ein relativ großer Rahmen und ist super ausgestattet. Ne? Wir haben hier eine Shimano SLX Bremse. Was ich nicht so gut finde, ist eine SRAM Schaltung. Ein bisschen dreckig ist es, ein bisschen staubig ist es. So, dann haben wir hier ein sogenanntes Fully. Damit muss ich mich erstmal, das muss ich ausklamüsern, wie das funktioniert, weil man kann das hier dran wohl verstellen. So, dann habe ich hier die Schaltung. Oh, ich weiß gar nicht, wofür dieser Knopf ist. Das hat auch hier mit was zu tun, wahrscheinlich um das zu locken. Aber da könnt ihr mir ja mal was sagen, könnt ihr mal in eine Beschreibung schreiben. Denn absolut geil, die Fox-Gabel. Also das finde ich Hammer. Das finde ich Hammer. Die Gabel schön. Das werde ich auch erstmal putzen. Ja, den Bafang-Motor mit 250 Watt, das was er haben darf. 36 Volt System. Auch der Akku. Mit 36 Volt war angeblich immer im Zimmer. Der Vorbesitzer kam auf Krücken. Er hatte letztes Jahr einen Motorradunfall und seitdem nicht mehr gefahren. Was ich auch cool finde, ist eben die Sattelstütze. Ja, mit einer Hand geht es nicht. So, die muss aber entlüftet werden. Die geht nicht alleine hoch. Da muss man mit der Hand nachhelfen. Ja, denn das Ganze das ist das Display, wobei ich das überhaupt nicht kenne, mich überhaupt nicht mit auskenne. Ich muss erstmal gucken, wo man das durchschalten kann. Also das Ding wird wahrscheinlich 840 Kilometer gelaufen haben. Time läuft mit 24. Hier kann ich die Stufen erhöhen. Aber wo kann ich die Informationen einstellen? Ja, damit muss ich mich noch mal befassen, glaube ich. Und es hat auch einen USB-Port. Ja. Das heißt, Handy aufladen funktioniert auch. Das ist schon mal gut. Oben zeigt er mir an, 39 Volt. Aber kann ich hier nicht Informationen machen? Ne, hier kann ich nur Minus, Plus. Oh doch, hier kann ich umschalten. Range, Trip, Maximal Speed, Durchschnitt, Durchschnittsgeschwindigkeit, eben die Zeit. Und dann wieder Odo. So, und ins Menü. Jetzt will ich mal gucken auf Minus. Vielleicht eine Schiebehilfe, genau. Auf Minus hat er die Anfahrhilfe. Und bestimmt Plus. Ne, dann macht er mir aus. Nochmal anmachen. So. Hier kann ich noch eine Beleuchtung einschalten. Nein, kann ich nicht. Ja, damit muss ich mich noch mal befassen, weil da kann man in ein spezielles Menü gehen, da kann man alles einstellen. So, was ist das? Das ist eine Klingel. Cool, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Cool, Klingel. Ja, mit dem Griff,
Das muss ich gucken, da muss ich entlüften. Die Bremsen sind aber soweit in Ordnung, habe ich gemerkt. Ja, das muss ich wissen. Also, da werde ich mich mal mit befassen müssen. Mein YouTube-Video mir angucken. Ja, die Bremsen müssen wahrscheinlich ein bisschen höher. Aber sonst Hammer. Hammer das Fahrrad.